Eine absolut geniale Choreografie von der Südkurve. Endlich wieder mal über 10'000 Zuschauer im letzten Rund. Doch die 5-Siegesserie reisst gegen die Ostschweizer ab. Jetzt heisst es aber nicht den Kopf hängen lassen, sondern eben genau nach so einem Abriss von einer Serie eben die Hinteren wieder vornehmen, dann der nächste Gegner wartet auch schon wieder und das ist dann das Derby. Nein, ich denke, heute war es mehr ein Spiel, geprägt von den Zweikämpfen. Und ja, St. Gallen war halt dort etwas glücklicher gewesen. Und ja, man hat die Möglichkeit, zum Sales noch zu suchen. Haben wir heute nicht, leider nicht geschafft. Und ja, das erste Goal ist ein dummes Goal. Hat den Ball gescheiter weggeschlagen. Ja, nur es ist passiert. Tut mir leid, aber ja, wir müssen weiter schauen. Heute ist einfach, ja, wir haben kein Mittel gefunden. Und unsere Chancen, die wir hatten, nicht gerade ausgenutzt. Und nachher haben wir blöde Goal bekommen. Und ja, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Ja. Es war bis jetzt einfach gewesen. Wir haben immer gewonnen. Ja, jede Zeitung hat gut geschrieben. Jetzt haben wir mal verloren. Jetzt müssen wir halt als Mannschaft zusammenstehen und positiv denken für das nächste Wochenende. Als erstes möchte ich mal dem Gegner gratulieren zum Sieg. Man hat gesehen, wieso als St. Gallen oben in der Tabelle ist. Wir haben einen starken Gegner heute auf dem letzten Grund gehabt. Die erste Halbzeit, würde ich sagen, ist fast ein bisschen neutralisiert. Nachher dann Anfang der zweiten Halbzeit hat der Gegner mehr Geduld gehabt als wir. Wir haben unsere defensive Organisation mehrmals vernachlässigt und sind dann in einen schnellen Gegenstoß überrascht worden beim 1-0. Daraufhin haben wir taktisch bereits unser System ein bisschen ändern, damit wir ein bisschen mehr Risiko nehmen nach dem 1-0. Das 2-0 gerade unmittelbar gekommen, dann ist die ganze Aufgabe natürlich für uns sehr schwer geworden. Gegen einen kompakten Gegner, der sehr zweikampfstark ist, der heute auch im Abschluss sehr konsequent war. Trotzdem muss ich der Mannschaft sagen, ein Kompliment, dass wir nochmal zurückgekommen sind nach dem 0-2. Wir haben das Anschlussgoal geschossen nach 3 Wechselungen. Und dann nachher dann, ja, mit dieser Chance von Mihajlovic mit dem Kopf sogar noch das 2-2 auf dem Kopf. Aber ich glaube, das 3-1 nachher dann für St. Gallen entspricht eigentlich den Leistungen von beiden Mannschaften. Und darum muss man die Niederlage akzeptieren. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben gesehen, dass beide Mannschaften am Kämpfen sind. So ein Spiel wird nicht durch Kleinigkeiten entschieden. Und der, der das erste Goal macht, hat natürlich auch alle Vorteile auf seiner Seite. Jetzt haben wir eine Serie gehabt, uns ist gelaufen. Aber jetzt, ich glaube, Motivationsprobleme. Jetzt wegen dieser Niederlage gleich nicht, weil jetzt geht es ins Derby. Derby bleibt Derby. Und, wir haben zweimal in der Hinrunde verloren. Und ja, es gibt dort kleine Revanche wieder, einfach die 3 Punkte zu holen. Das ist, ja, über Revanche reden ist doch egal, einfach die 3 Punkte holen, das ist das Wichtigste. Der nächste Gegner wartet also bereits schon wieder auf unseren FCZ und das ist das Derby für mich der genau richtige Moment, um wieder so eine Siegesserie zu starten. Wir sehen uns wieder am Donnerstag, dann zum Update mit der Vorfreude eben genau auf Spiel FC Zürich gegen GC.